Ja, die Woche hat mit Winterchaos begonnen und heute folgt der nächste Warnstreik bei der Bahn. Und damit herzlich willkommen zu Brisant. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, bitte nicht schon wieder. Das hat auch Wilma Pfeiffer gesagt, als sie vom neuen Bahnstreik erfuhr. Sie ist eine der vielen, vielen Reisenden, die erlebt haben, dass das Chaos schon lange vor Streikbeginn ausbrach. Wir haben sie auf dem Bahnhof in München getroffen. Ja, und apropos gute Reise, Caroline Wissing auf dem Kölner Hauptbahnhof. Ich grüße Sie. Wie sieht's denn bei Ihnen derzeit aus? Ganz schön voll, was ich da sehe. Heute Abend also soll der Streik starten. Wie läuft denn der Countdown bei Ihnen? Vielen Dank für die Infos. Dankeschön nach Köln. Ja, und wir bleiben noch beim Thema, wie immer kommt der Streik zur Unzeit, klar. Und ausgerechnet treue Bahnkunden haben dann das Nachsehen. Nicht jeder hat Verständnis für die Forderungen der Lokführer. Und auch die Zeit, als Kinder noch davon träumten, diesen Beruf zu wählen, die ist offenbar vorbei. Auch bei der Bahn gibt es große Probleme mit dem Nachwuchs. Die Gründe für den Konflikt sind vielfältig. Es geht nicht mehr nur um Geld. Wir haben es vorhin gesehen, bei der Bahn geht gerade nicht sehr viel. Da verwundert es kaum, dass der eine oder andere dann das Auto nimmt, um rechtzeitig ans Ziel zu kommen. Wäre da nicht die leidige Suche nach einem Parkplatz? Kennen alle Autofahrer, wenn es schnell gehen muss, findet man eben keinen. Und die Damen und Herren vom Ordnungsamt sind schon in Lauerstellung. Aber nicht nur deshalb sollte man sich besser mal an die Regeln halten. In Gingen, in Baden-Württemberg, hat sich der Bürgermeister etwas ganz Besonderes ausgedacht. Eine kleine Überraschung für all jene, die nichts falsch gemacht haben. Beim Parken zumindest. Werden wir dann auf alle Fälle berichten hier bei Brisant. Wo darf man parken? Wofür gibt es ein Knöllchen? Daran scheiden sich ja immer wieder die Geister. Auf brisant.de sorgen wir für Klarheit. Klicken Sie gern rein bei uns. Ja, das hat schon so ein bisschen was von einem Krimi aus längst vergangener Zeit. Es geht um dubiose Stroh- und Mittelsmänner, Geldbündel in Plastiktüten und um ein gigantisches Vermögen, das bis heute in Teilen verschwunden ist. Mit dem Ende der DDR beginnt ein perfider Raubzug auf das Parteivermögen der SED. Altgenossen schaffen den Schatz der Arbeiterklasse still und heimlich beiseite. Und da geht es nicht um ein paar Millionen, sondern um Milliarden. Und wohin die Spuren führen und wie das alles möglich war, zeigt eine mehrteilige Doku in der ARD-Mediathek, die Milliardenjagd. Prädikat übrigens sehr empfehlenswert. Seit genau 2 Monaten tobt der Krieg in Gaza, ausgelöst durch die Massaker der Hamas in Israel. Das Leid der Zivilbevölkerung im dicht besiedelten Gazastreifen wird immer größer. Die Zahl der zivilen Opfer steigt und steigt. Besonders betroffen und traumatisiert sind die kleinsten, unschuldige Kinder. Die Forderungen nach einem Waffenstillstand werden immer lauter. Und heute warnte der UN-Generalsekretär vor einem Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung. Selbst eine begrenzte humanitäre Hilfe wäre dann unmöglich. Und jetzt entführe ich Sie in eine Weihnachtsfilmstube. Wir sind mittendrin in der Zeit der Lichter, Kerzen, Plätzchen und Co. Und was gehört da unbedingt mit dazu? Na logisch, ein Weihnachtsfilm. Aber ja, welcher ist eigentlich der beliebteste? Sagen wir mal so, die Meinungen, die gehen da auseinander. Das hat zumindest unsere kleine Umfrage ergeben. Ein Filmstar wird 70. Begonnen hat ihre Karriere als Model, dann kam die Rolle als Bond-Girl und schließlich 9,5 Wochen. Und dieser Film machte Kim Basinger dann endgültig zum Weltstar. Und sie landete auch in der Schublade Sexsymbol. Da wollte sie aber nie rein eigentlich und schlug deshalb auch die Hauptrolle in Basic Instinct aus. Kim Basinger ist trotzdem ihren Weg gegangen, bekam sogar einen Oscar, aber das Leben im Rampenlicht ist nicht spurlos an ihr vorbeigegangen. Mit den Folgen kämpft sie bis heute. Und um Prinzessin Amalia dreht sich auch unsere Gewinnspielfrage hinter dem 7. Türchen unseres Brisant Adventskalenders. Von wem wird Amalia bedroht? Das möchten wir von Ihnen wissen. Und mit etwas Glück gewinnen Sie ein Brisant-Überraschungspaket. Teilnehmen können Sie auf brisant.de bei uns im Netz. 15 Jahre lang war sie als Nonna Hanna in Um Himmels Willen ein echter Publikumsliebling. Doch nach 199 Folgen stellt Schauspielerin Janina Hartwig fest, jetzt möchte ich mir auch mal wieder persönliche Wünsche erfüllen, für die in den vergangenen Jahren einfach mal keine Zeit war. Und bei einem haben wir sie in Hamburg begleitet.
Ja, und dankbar sind auch wir, dass Sie heute wieder bei uns waren. Das war's von uns. Kommen Sie bitte gut durch das Verkehrschaos und bis morgen, Punkt 17:15 Uhr. Da ist Brisanzeit im Ersten. Bis dahin, schönen Abend. Ciao.